herzlich willkommen, meine Freunde. Joris, GSP Airsoft hier. Ja, schweinekalt heute. Meine Fingerkuppen sind auch schon abgefroren. Aber das soll gar kein Hindernis sein. Heute geht's an den Schusstest zur AOG von APS. Gesponsert wird diese Waffe von begadi.de. Link findet ihr unten der Waffe. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung, meine ich. Ja, wir machen uns heute einen Schusstest. Und das folgt ja bei GSP eigentlich wie immer mit dem roten Punkt. Weiße Papier, rote Punkt, 45 Meter. Begadi gibt diese Waffe mit 1,4 Joule an. Das werden wir jetzt mal testen. Geschossen wird mit 0,25 Gramm Bio-BBs. Verwendet wird ein ASG-Akku 7,4 Volt. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr versteht mich und wir fangen jetzt sofort an. So, dann würde ich sagen, legen wir sofort los. Kann natürlich jetzt sein, dass der Wind unser Schussbild ein bisschen verändern wird. Das hoffe ich jetzt allerdings mal nicht. 45 Meter, AOG, 0,25 Gramm Bio-BBs. Target steht dort. Los geht's, meine Freunde. Gut, schnell triggern ist jetzt leider nicht da und da dieser Abzug es einfach nicht zulässt und außerdem meine Finger leider total tot sind. Ich hole jetzt mal das Target hier rüber, dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie es aussieht und wie es geworden ist. 13 Schuss haben das Target getroffen. 6 Stück gingen, glaube ich, an den schwarzen Rand, haben wir durch diesen hohen Plinkton gehört. Ich weiß jetzt leider noch nicht, wie viel Schuss wir drauf gemacht haben. Es waren sicherlich um die 30 Stück. Auf jeden Fall, Ergebnis ist recht okay. In meinen Augen spielt das Hop-Up aber nicht richtig mit. Obwohl es schon vollkommen fast reingedreht ist. Deswegen gibt das hier bei dem Schusstest leider einen kleinen Minuspunkt. Ich bin nicht so sehr zufrieden. Liegt auch sehr an dem Abzug. Wie wir sehen, der ist ziemlich dick und kommt auch erst langsam wieder raus, wenn man den betätigt hat. Und deswegen ganz klarer Punkteabzug hier beim Schusstest für das AOG. Gut, meine Lieben, ich bin mit dem Schusstest jetzt eigentlich nicht zufrieden. Wie ich schon gesagt habe, das mit dem Abzug, das nervt einfach. Und das Hop-Up ist auch noch ein kleines Problem in meinen Augen. Aber sonst, vom Gefühl her und wie die Waffe in der Hand liegt, ist echt schon wirklich klasse und macht auch Spaß. Allerdings finde ich, schnell triggern sollte auch Spaß machen und das geht mit dieser Waffe einfach nicht. Ich weiß nicht, was man da jetzt noch ändern kann, aber so wie diese Version hier steht, macht das Triggern überhaupt keinen Spaß. Und die Sache mit dem Hop-Up finde ich auch ein bisschen schade. Ich weiß jetzt nicht, ob es an dieser Waffe nur liegt oder ob andere von euch auch das Problem haben. Aber ansonsten von der Verarbeitung etc. wirklich klasse Waffe, kann ich euch empfehlen. Wer gerne auch spielt, sollte diese Waffe wirklich kaufen. Aber wer jetzt auch Wert darauf liegt, hier, dass die Waffe gut funktioniert im Spielfeld, der macht hier meiner Meinung nach vielleicht einen Fehlkauf. Ich will dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Das war's jetzt auch von mir, meine Lieben. Joris, GSP Airsoft. Ich hoffe, ihr entschuldigt diese Witterungsbedingungen. Naja, was soll man jetzt machen? Tschüss, macht's gut.